Max Kruse packt an. Hühnerstallbauarbeiten mit dem VfL Wolfsburg. Sein Verein will positive Nachrichten produzieren. Unangenehme Themen gibt es derweil genug. Denn seit vergangenem Jahr ist Kruse angeblich um 75.000 Euro ärmer und wurde nun bekanntlich auch noch von seinem Arbeitgeber sanktioniert. Alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, sind nachvollziehbar für die Mannschaft und das ist das Wichtigste. Und da geht es dann nicht um Einzelpersonen, es geht darum, dass solche Nebenkriegsschauplätze nie gut sind, egal in welcher Situation bist. Und wenn du jetzt Tabellenerster wärst, wäre es auch nicht gut. Wer Kruse holt, holt sich immer auch die Schlagzeilen. Denn der 27-Jährige ist ein Paradiesvogel. Schnelle Autos, schöne Frauen, Pokerturniere in Las Vegas. Auch mit solchen stumpfen Werbespots kultiviert Max Kruse gern sein Image als Bad Boy. Nur wünscht man sich im Millionengeschäft Bundesliga nun mal Profis, die sich ihrem Namen entsprechend verhalten. Das ist nicht das, so wie wir arbeiten wollen. Ja, und dass das natürlich dann sofort mediale ein großes Interesse findet, ist auch klar. Deshalb, ich unterhalte mich viel lieber über sportliche Dinge. Darauf legt Joachim Löw bekanntlich ebenfalls großen Wert. Der Bundestrainer hat eigentlich nicht viele Stürmer zur Verfügung und könnte Kruse zumindest sportlich gut gebrauchen. Interessant, wie er im EM-Jahr auf die Schlagzeilen seines Angreifers reagiert.